Ja. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mindtest. Wieso flackert das jetzt gerade so? Ah, zweite Maus, okay. Ich habe versucht, mein Mausproblem ein bisschen in den Angriff zu nehmen. Und habe entsprechend jetzt vermutlich das rechte Mausklickproblem nicht mehr. Was ich auch noch gemacht habe, ist. Habe ich das Schwert da? Ja, das Schwert habe ich da. Das ist sehr schön. Was ich auch noch gemacht habe, ist nämlich folgendes. Ich habe die Mobs wieder aktiviert. Das müsste Eisen sein. Zack. Und zack. Ich habe die Mobs wieder aktiviert, und zwar auch die Bösen. Das heißt, es könnte passieren, dass wir demnächst von Kreaturen angegriffen werden. Besonders hier in diesen Kerkern. So. Wie gesagt, das kann alles passieren jetzt. Drum bin ich sehr gespannt, was da so passieren wird. Ich dachte einfach, wenn ich die Kreaturen aktiviere, wird es ein bisschen spannender und interessanter, statt einfach immer nur hier in der Gegend rum zu minen. Was ich mir auch überlegt habe, ist. Wir könnten demnächst eigentlich mal richtig übelst Kieswege basteln. Also so Schotterwege, ich meine so Wanderwege und Überlandwege und dergleichen, das sind ja normalerweise üblicherweise auch Schotter. Um Städte rum hingegen ist es meistens Stein. Das heißt, es könnte sein, dass demnächst einfach, dass wir demnächst einfach losziehen und diesen ganzen Schotter einsammeln, den wir in dieser einen lustigen Hütte, ja, hatten. Habe ich hier noch Stufen? Stufen habe ich noch. Ich glaube, ich mache die Stufe dahin und dann mache ich die Stufe dahin. Dann kann ich hier nämlich so. Okay, kann ich nicht. Kann ich jetzt. So einfach raus und dann kann ich hier weitermachen. So. Also, hier ist das. Dann da noch ein. Oh, geil. Genial, meine ich natürlich. So. Da brauche ich dich natürlich. Oh, das wird immer besser hier. Du. Und du. Und du. Und du. Und du. Und du. Und dann muss ich dich nochmal wegmachen. Das ist ja hinterhältig hier. So, was haben wir denn da eigentlich? Ist das Eisen? Oder ist das was anderes? Gold, Kupfer, Eisen. Ich habe natürlich wieder I getätigt. So, ich hatte auch gedacht, also ich habe mit ein paar Mäusen bei mir durchprobiert. Irgendwie scheinen alle meine Mäuse so ein leichtes Linksklick- oder Rechtsklick-Problem zu haben und zu bekommen. Insofern habe ich mir überlegt, dass es vielleicht gar nicht so blöd wäre, mir eine neue Maus zuzulegen. Also, ich meine, ich habe auch noch eine Funk-Logitech-Maus. Die wollte ich aber eigentlich für meinen Medien-PC haben. Mein Medien-PC habe ich allerdings jetzt ein bisschen abgebaut. Nicht, weil ich das unbedingt wollte, sondern weil ich Notwendigkeit für den Medien-PC hatte, um ihn anderen Leuten als Arbeitsrechner zur Verfügung zu stellen. Familie. Naja. Ist immer das Gleiche. Ich habe noch keinen Mops gesehen. Das ist ein bisschen irritierend, finde ich das. Naja, jedenfalls habe ich zurzeit keinen Medien-PC. Insofern könnte ich schon meine Funkmaus verwenden. Ich will die aber eigentlich gar nicht verwenden, weil ich die, wie gesagt, für meinen Medien-PC zusammen mit meiner Funktastatur für meinen Medien-PC vorgesehen habe. Und das auch nur eine ganz normale klassische 3-Tasten-Maus ist. Logitech zwar. Ich halte ziemlich viel von Logitech oder Logitech oder wie auch immer man die nennen will. Ich habe mir aber überlegt, dass ich mir ja vielleicht auch einfach mal eine Rockhard besorgen könnte. So, ich glaube Kova wird die heißen oder Kuva. Kova? Kovu? Kova würde ich tippen. Kova Plus eigentlich, um genau zu sein. Da bin ich am Überlegen, ob ich mir die besorge. Ich denke, hier sind wir durch.
So, das heißt, wir werden jetzt hier bam, in der Lage, hier eine lustige Treppe hinzuknallen. Bam. Und dann hier noch einmal. Zack. Und dann machen wir hier. So wollte ich. Na gut. Ja, so wollte ich das eigentlich nicht. Na komm. Ich wollte gerade sagen, kann ich nicht mehr springen oder was? So, wie gesagt, ich war am Überlegen, ich bin am Überlegen, ob ich mir nicht einfach eine Maus zuleg. Eine neue. Wäre vielleicht gar nicht so blöd an und für sich. So, dann können wir hier mal eine Treppe hinknallen. Hätte auch den Vorteil, dass, also warum Rockart? Einfach, weil die eine sehr entgegenkommende Linux-Unterstützung natürlich haben und deutscher Hersteller. Ich bin da ein bisschen, sagen wir so, es muss nicht deutsch sein, es ist nur gut, wenn es nicht zu den großen amerikanischen Unternehmen gehört. Also ich versuche ein bisschen die Vorherrschaft, naja, zu brechen möchte ich jetzt nicht sagen, weil das kriege ich natürlich nicht hin, aber zumindest nicht zu unterstützen. Die Vorherrschaft der amerikanischen Konzerne versuche ich ein bisschen. Hui. Ein bisschen nicht zu unterstützen. Brechen möchte ich nicht sagen, weil ich bin eine Einzelperson. Ich kann es natürlich nicht brechen, aber ich versuche quasi. Ich persönlich finde, dass die Welt momentan eine sehr, ja, eigenartige, befremdliche Entwicklung durchläuft, vornimmt und dergleichen. Und ich versuche einfach nur meinen Anteil dafür zu tun, dass es nicht sich in eine Richtung entwickelt, in die ich nicht möchte, dass es sich entwickelt. Ich bin da nicht der Mensch, der irgendjemandem was vorschreibt. Das soll jeder tun, wie er es für richtig hält. Ich für mich persönlich habe allerdings entschieden, dass ich das nicht richtig finde, so wie es gerade läuft. Ich war hier schon mal und hab's dann wieder zugemauert. Okay. Das finde ich ja jetzt noch auch gleich viel interessanter. Ich denke, ich geh hier mal wieder raus. Okay, da ist schon wieder Klack, Klack, Klack. Und dann mache ich doch hier mal Klack. Da war ich schon mal. Das ist okay zu wissen. Das heißt, das wollte ich jetzt nicht, aber es ist egal. Ich kann. Nein. Oh. Ich sollte mir mal wieder ein paar Steinäxte hinlegen. So. Dich mal dahin, dich mal dahin. Zack. Zack. Okay, hier haben wir noch 10. Da haben wir 10, da haben wir 10. Die lasse ich da mal. Ich schnapp mir hier nochmal ein paar Steinäxte. Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn mir bald mein Holz ausgeht. Ich könnte mal schauen, was ich hier noch so rumfahren habe. Nicht zu viel, wie es scheint. Okay. Und Essen habe ich noch ein bisschen. Essen brauche ich jetzt aber gerade nicht so wirklich. So. Na gut. Ja, ich persönlich empfinde einfach die momentane Entwicklung in der Welt etwas bedenklich, um es mal so rum zu formulieren. Und ja, ich versuche jetzt halt einfach meinen Anteil dazu zu leisten, dass die Entwicklung in der Welt nicht so weiterläuft, wie ich es für bedenklich halte. Insofern, wie gesagt, das heißt nicht, dass ich es anderen auch vorwerfe oder vorhalte, dass sie das tun müssten. Das muss im Endeffekt jeder für sich selber wissen, was er für akzeptabel und realistisch und was weiß ich was alles findet. Ich persönlich habe ein paar Sorgen. So formuliere ich das einfach mal. So. Dann sind wir hier. Das heißt, wir können hier auf der Ebene auch schon wieder aushöhlen. Dings haben wir ja schon gefunden gehabt. So ein bisschen mieses Gestein.
So, auf dem Niveau könnte man das eigentlich lassen. Ich finde es so faszinierend, dass ich hier schon war. Ich war hier überall schon. Hier sind Fackeln von mir. Ich war hier schon. Wieso habe ich das wieder zugemacht? Das ist übrigens einer zu weit. Muss ich das verstehen? Eigentlich. Habe ich das von oben wieder zugemacht? Habe ich mich von oben da reingegraben und es dann wieder zugemacht? Ich finde es sehr, sehr faszinierend und sehr interessant, dass ich da offenbar schon war. So, unter die Treppe will ich ja auf jeden Fall. So. Hier ist die Treppe. Das heißt da 3 und 4. Zack und zack. Also ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier war. Ich dachte, da wäre ich zu Ende gewesen. Oder habe ich da quasi einfach reingegraben und dann gesagt, ich gehe nicht weiter nach unten? Wieso habe ich wieder zugemacht? Das verstehe ich nicht. Vor allem, ich habe ja nicht zugemacht. Ich meine, es ist Stein. Es ist gebrannter Stein. Es ist wirklich verdichteter Stein. Es sind keine Pflastersteine. Hätte ich wieder zugemacht, dann hätte ich da ja Pflastersteine reingeknallt. Insofern verstehe ich das gerade echt überhaupt nicht. Naja, egal. So, hier geht es auf jeden Fall weiter. Offenbar. Hier gibt es schon wieder Eisen und Kohle. Deswegen gehen wir da einfach mal rein. So. Und graben hier mal ein bisschen in die Tiefe. So, auf dieser Ebene, auf dem Niveau, könnte man eigentlich mal drei hier reingraben. Drei. Und hier auch wieder drei. Und zwei, drei. Vier. Ich finde es interessant, dass ich da vier reingraben kann und dann nur drei. Eins, zwei, drei, vier. Okay, geht doch. Scheinbar stand ich nur nicht ganz richtig. So. Dann machen wir das hier mal weiter. In der Hoffnung, dass wir wieder ein paar lustige Ressourcen finden. Lustig ist natürlich ein bisschen übertrieben. So. Dann muss ich da hinten natürlich auch wieder eine Fackel hinhauen. Fackel. Und dann gehen wir hier noch weiter. Eins, zwei, drei und vier. So, eins, zwei, drei und vier. Und dann geht es hier genau. Bin ich da vier rein? Eins, zwei, drei und vier. Ja, bin ich. So. Eins, zwei, drei und vier. Und ich glaube, wenn wir dann hier da endlich sind, ich meine, in die Tiefe graben können wir später immer noch. Das machen wir dann vielleicht auch spät. Hier sollte ich vielleicht eine Fackel hin, damit ihr was seht. Und nicht nur ihr, sondern auch ich. Ich denke, ich werde dann wirklich langsam mal losziehen, da hinten einfach wieder in die Höhle gehen und unsere das Zeug holen, quasi den Schotter, weil ich nämlich dann auch die Idee habe, dass ich oben langsam Wege ziehe, damit ich Dinge auch immer finde. Ich will quasi wirklich einfach Dinge finden und deswegen will ich ganz gerne die Wege machen. Einfach. Also nicht Wege, ja doch Wege, genau. Ich war gerade gedanklich irgendwie bei Schildern, aber Schilder will ich nicht unbedingt machen. Aber Wege will ich definitiv machen. Und deswegen denke ich mir eigentlich fast schon, sollten wir auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Dass wir sagen, wir machen Wege. Also, wir sammeln Schotter und mit dem Schotter können wir dann Wege legen. Und dann kommen wir immer wieder dahin, wo wir quasi irgendwelche interessanten Punkte erkennen. Und von da aus können wir dann auch immer weitere Wege setzen. Und ich sehe hier schon in der Decke, sehe ich schon wieder Ressourcen, die wir gleich raushauen werden. So. 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 Und so. So. Und dann haben wir hier noch. Bam.
und da. Bäm. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da auch noch. Und das war's. Hier haben wir noch. Hier haben wir noch. Dann muss ich hier natürlich aufreißen. Und da haben wir nichts mehr. Okay. Das sollte uns erst einmal reichen.